Fortuna Düsseldorf und der SC Paderborn trennen sich torlos 0 zu 0. Die Volksbank Düsseldorf Neuss EG präsentiert unseren VIP-Talk und ich freue mich, dass Marcel Sobotka virtuell mir zugeschaltet ist. Grüß dich. Jo, hi. Tja, Marcel, 0 zu 0, nicht Fisch, nicht Fleisch oder wie wollen wir es zusammenfassen? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass heute auf jeden Fall mehr drin gewesen ist. Ich meine, hatten vier Pfosten- und Lattentreffer. Ich meine, es war jetzt kein fußballerischer Leckerbissen, glaube ich, von beiden Seiten nicht. Klar war es mit der Situation immer so ein bisschen schwierig, aber klar, unterm Strich wollten wir das Ding auf jeden Fall gewinnen und sind wir auch ein bisschen enttäuscht, dass wir es nicht geschafft haben, ja. Ja, ich glaube, ein Leckerbissen hat keiner von, keiner draußen erwartet. Trotzdem, klar, die Enttäuschung ist, glaube ich, auch groß. Nehmen wir uns mal mit in die Kabine. Wie war die Stimmung nach dem Spiel? Ja, Coach hat eine kurze Ansage noch gemacht. Aber im Großen und Ganzen haben wir, glaube ich, kein so schlechtes Spiel gemacht. Klar, mit den Umständen jetzt entsprechend haben wir uns die Chancen rausgespielt. Ich meine, wir werden jetzt nicht pro Spiel immer 20 Torchancen haben, sondern wir müssen halt die Chancen, die wir uns da rausspielen, dann auch eben nutzen. Das ist uns heute jetzt nicht gelungen, aber normalerweise im Fußball ist es so, wenn du vorne die Dinger nicht machst, kriegst du hinten ein. Und Paderborn hatte eben in der 86. Mal, glaube ich, die riesige Chance, dann das zum 1-0 zu machen. Da haben wir dann das Glück, dass wir das Ding wirklich nicht noch verlieren. Und ja, im Endeffekt müssen wir mit dem Punkt jetzt leben. Aber ich glaube, auf der Leistung kann man aufbauen. Also es war keine gute Leistung, aber ich glaube, es war auch keine schlechte Leistung. Es war okay und ich glaube, in den nächsten Wochen kann man darauf aufbauen. Ja, ihr habt euch ja auch in der Vergangenheit oft leider nicht belohnt. Das war heute ähnlich. Du hast es gesagt, viermal Pfosten oder Latte. Die Chancen waren also da. Am Ende hat es dann nicht ganz gereicht. Die Vorbereitung war natürlich denkbar schwierig. Man wusste ja schon gar nicht, wenn es denn weitergeht, wann geht es weiter, wer ist überhaupt der Gegner, fängt man an gegen Paderborn. Das war ja lange Zeit wirklich sehr, sehr unbekannt. Als dann feststand, dass wirklich der Ligabetrieb wieder aufgenommen wird, gerade mit dem Spiel gegen Paderborn, wie seid ihr da in die Vorbereitung gegangen? Was hat sich da für euch geändert? Ja, speziell, wo eben das Mannschaftstraining wieder losging, haben wir uns klar auf Paderborn eingestellt. Ich meine, auf das System, was sie spielen, ihre Spielart. Haben wir dann versucht, in den anderthalb Wochen waren es ja dann knapp, wo wir wieder mit der Mannschaft trainieren konnten, uns da vorzubereiten, taktisch. Läuferisch haben wir ja davor ich weiß gar nicht, wie lange es war, 5,5 Wochen wirklich alles dafür getan, dass wir dann bei dem Tag heute dann eben auch fit sind. Klar kannst du das nicht nur simulieren ohne Mannschaftstraining. Immer wenn es dann auf den Platz geht, sind viele kleine Bewegungen, die du eben wirklich dann so eigentlich im Einzeltraining gar nicht simulieren kannst. Ich glaube, dass es aber trotzdem eigentlich ganz gut gelungen sind. Wir haben heute, glaube ich, läuferisch eine gute Leistung gebracht. Das ist das, worauf man aufbauen kann. Ja, und dann die anderthalb Wochen, die wir dann wirklich im Training hatten, genutzt, taktisch das, was wir defensiv machen, gegen Paderborn zu machen. Das ist auch wirklich aufgegangen, der Plan. Also es war jetzt nicht so, dass Paderborn wirklich gute Chancen hatten. Wie gesagt, kein Leckerbissen fürs erste Spiel, war es aber, glaube ich, okay. Du hast in den letzten Tagen und Wochen viel Lob bekommen vom Trainer. Du hast ja einige Verletzungen durchmachen müssen und jetzt vom Trainer die Unterstützung bekommen, dass er dich auch aufgestellt hat. Wann hat er dir gesagt, dass du dabei bist? Ja, der hat relativ viel schon in der Zeit, auch wo es kein Mannschaftstraining war, mit mir gesprochen, in den einzelnen Übungen schon, wo wir auch in kleinen Gruppen unterwegs waren, mir Tipps gegeben, was ich da besser mache, was ich gut mache. Hat mir eigentlich von Anfang an gezeigt, dass er mir schon Vertrauen schenkt. Und dann, wo es jetzt halt endgültig dann war mit der Aufstellung, das hat man schon die Woche eigentlich gesehen, wo wir dann so ein bisschen auch aus den Positionen heraus trainiert hat. Also ich bin fit aktuell. Klar kann man jetzt sagen, hat mir gut getan oder nicht. Das ist halt immer schwer, aber in der Zeit, wo man wirklich nur läuferisch was aufholen konnte, das habe ich genutzt, um wieder da körperlich fit zu werden. Und ich glaube, dass ich jetzt aktuell körperlich auch fit bin, dass ich da auf einem guten Level bin und das will ich natürlich beibehalten und versuche mich weiter anzubieten innerhalb der Woche und dass wir dann auf dem Platz oder dass ich dann auf dem Platz eine gute Leistung bringen kann und dass wir dann als Mannschaft auch Erfolg haben können. Das ist sicherlich eine skurrile Situation für euch, für uns alle, für jeden Fußballfan da draußen, für euch als Mannschaft besonders. Wie habt ihr es geschafft, dass ihr ja die Spannung auch hochhalten konntet, wo ihr nicht wusstet, wann es losgeht? Ich glaube, dass wir alle gute Charaktere sind, die wirklich auch, wenn es dann zum Arbeiten hingeht, auch alle bereit sind zu arbeiten. Klar, am Anfang hat man auch erstmal ein bisschen durchgeschnauft, speziell jetzt nach
Nachdem mir dann das Spiel abgebrochen oder abgesagt wurde gegen Paderborn, hat man dann eben auch noch mal ein paar Tage gehabt, wo man dann wirklich ein bisschen durchschnaufen konnte. Und irgendwann, es war ja klar, dass es irgendwann wieder losgeht. Und auf den Tag haben wir eben auch hingearbeitet, auch wenn wir jetzt nicht genau wussten, wann es losgeht. Aber da hat jeder dann wirklich in Eigenverantwortung zu Hause die Läufe gemacht, alle haben durchgezogen. Und das ist dann, glaube ich, auch so ein Spirit von der Mannschaft, dass man eben da keinen hat, der sagt, ich habe keinen Bock auf den Lauf, ich mache das nicht, sondern jeder hat den 100% immer durchgezogen und ich glaube, dass uns das zum Ende noch weiterhelfen wird. Die Atmosphäre in einem leeren Stadion erinnert natürlich eher an ein Testspiel und ja, selbst da sind normalerweise mehr Zuschauer, also schon eher ein geheimes Testspiel, was anberaumt wird, was ja auch in der Vergangenheit natürlich hin und wieder mal so durchgeführt worden ist. Trotzdem, es ging um viel oder es geht um viel dieser Liga-Restart, wie man so schön sagt. Ja, wie hast du diese Atmosphäre wahrgenommen, wenn man wirklich, wie sagt man so schön, die Nadel fallen hört? Ja, anders schwierig. Ich glaube, wenn ich selber am Fernseher gesessen hätte, ich glaube, ich hätte nach 5 Minuten ausgeschaltet, weil es ist einfach jetzt nicht so das, was man dann irgendwie kennt, wo die Stimmung von den Rängen da ist, wo dann Fangesänge da sind, wo auch mehr Emotionen im Spiel sind. Ich meine, klar hat sich zwischenzeitlich auch mal ein bisschen auf dem Platz hochgekocht, aber das kannst du halt nicht vergleichen, wenn dann von außen nochmal 30, 40, 50.000 da sind, die Stimmung noch nochmal anheizen. Das ist einfach nicht den Fußball, den man kennt. Es ist aber aktuell die einzige Möglichkeit, überhaupt Fußball zu spielen. Und ich glaube, dass man sich das auch bewusst sein muss. Und wenn man da irgendwie was machen kann, dass man das ganze Ding am Leben halten kann, dann sollte man das auf jeden Fall machen, wenn es dementsprechend dann eben auch umgesetzt wird mit den ganzen Regeln, mit den ganzen Richtlinien, die da sind. Also der große Hit ist das jetzt nicht, aber es ist zumindest überlebensnotwendig. Jetzt gucken wir nach vorne. Die nächsten Spiele sind richtige Knaller mit dem Derby in Köln, Schalke, München. Also das sind wirkliche schwierige Aufgaben, die ihr vor der Brust habt. Auch da die Frage an der Situation. Auf dem Rasen wird sich nichts ändern. Also wie nehmt ihr die Situation an? Ja, wir müssen sie ja annehmen. Wir müssen es so nehmen, wie es ist. Jetzt haben wir das erste Geisterspiel hinter uns gebracht. Jetzt wissen wir ungefähr, was uns da erwarten wird. Uns bleibt ja gar keine andere Möglichkeit, es anzunehmen. Wir werden weiter die Woche ganz normal darauf hinarbeiten, wie wir dann gegen jeden einzelnen Gegner spielen werden. Und dann versuchen wir am Wochenende das Bestmögliche zu machen. Am besten wollen wir natürlich jedes Spiel gewinnen, das ist klar, aber wir wissen auch, das Restprogramm ist sehr, sehr schwierig. Aber ich glaube, alle Vereine haben im Moment das Problem, dass sie nicht in dem Rhythmus sind, dass es eine ganz neue Situation ist, dass jede 8 Wochen nicht oder sagen wir 7 Wochen kein Mannschaftstraining gehabt hat, dann muss sich jede Mannschaft erstmal zurechtfinden und ich glaube oder ich hoffe, dass wir uns in Zukunft in den nächsten Spielen ein bisschen besser zurechtfinden und dass wir dann auch die Spiele gewinnen werden. Marcel Sobotka, vielen, vielen Dank. Ja, ein Punkt, den man trotzdem mitnimmt. Wir gucken natürlich auch so ein bisschen auf die anderen Ergebnisse, was das in der Tabelle jetzt macht, aber du hast es gesagt, jedes Spiel ist jetzt sowieso, ich will nicht sagen ein Endspiel, aber mühsam muss ich die Mannschaft ernähren und die Punkte einfahren und dafür wünsche ich euch alles Gute. Danke dir vielmals. Jawohl, danke.